Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Majora's Mask. Es ist mal ein Video gehabt, nachdem wir uns die Maske des Wissens angeeignet haben. Mit dieser Maske können wir uns dann nun glücklicherweise ein weiteres Herzteil holen, wenn ich das richtig hinbekomme. Warum laufe ich nebenbei gerade rückwärts? Rückwärts laufen geht schneller als vorwärts laufen, um das mal kurz anzumerken. Manche Leute wissen das ja nicht, jetzt wisst ihr es auch. Also mit Z drücken und dann halten und rückwärts laufen, das geht halt schneller. Wobei es hier noch eine viel schnellere Methode gibt, die eigentlich sehr offensichtlich ist. Das geht natürlich so auch viel schneller, aber genug davon, wie man schneller ist und wie man halt eben nicht schneller ist. Es ist ja eher unwichtig. Lasst uns jetzt ein Herzteil holen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Herzteil eben bei dem Hühnerkerl schon geholt. Dann lasst uns jetzt mal das Hühnerteil bei dem... Warte mal, falsch. Dann lasst uns mal das Herzteil bei der Rennbahn holen. War das das? Ich hoffe, das war das. Jupp, das war das Herzteil bei dem Rennen. So, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen jetzt den Herzteil gewinnen. Das machen wir ganz einfach, Wir reden erst mit der Dame hier. Was willst du hier an einem Tag wie diesem? Dies ist Mamamu Jans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht ein Wetter abschließen? Dein Mindestansatz beträgt 10 Rubine. Hast du Interesse? Ja. Zuerst musst du dir ein Hündchen aussuchen, für den du glaubst. Ja, okay. Wollen wir mal gucken. Wenn wir jetzt die Hündchen hochheben, können wir dank der Maske des Wahrheit wissen, wer gewinnen wird. Ich muss für meine Frau und meine kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Okay, der gewinnt schon mal auf keinen Fall. So. Jau, mein Kopf, ich war zu lange wach, ich hätte nicht die ganze Nacht... Ja, okay. Weg mit dir. Ich will dich nicht. Ich will den Sieger. Ich fühle mich, was? Was hast du gesagt? Ich habe nicht richtig gelesen. Ich fühle mich nicht anders als sonst. Du könntest der Sieger sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der Sieger war. Ich merke mir gerade, war braunes Hündchen. Uff, oh ja, ich fühle mich beziehungsweise, ich werde sicher nicht verlieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer gewinnen wird. War jetzt der Gewinner, der sagt, ich fühle mich nicht anders als sonst? Es wird schon gut gehen. Naja, auf keinen Fall, du. Geh weg. Kann ich dich wegwerfen? Keine Ahnung. Kann ich dich aus dem Zaun rauswerfen? Ich weiß nicht. Ich fühle mich, als könnte ich heute gewinnen. Es ist schwierig zu urteilen, wer gewinnen wird. Ich habe vergessen, welche Nachricht die richtige war. Ich habe vergessen, welche Nachricht die Gewinnernachricht war. Das ist sehr gut. Ich bin müde. Morgen mache ich frei. Dürfen Hunde das? Ich weiß es nicht. Dürfen Hunde frei machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Nee, auch du nicht. Weil hatte ich dich schon. Du fühlst dich schrecklich. Kann ich rauswerfen? Oh cool, ich kann ihn rauswerfen. Sehr gut, so kann ich die Schlechten aussortieren. Selektion. Vielleicht gewinne ich ja, vielleicht verliere ich auch. Ich weiß nicht. Wir lassen dich mal drin. Rassentrennung, Selektion. Alles, was eben so rassistisch ist, ne? Wenn wir alle Hündchen lassen, okay, ich raus nichts bringen. Ich fühle mich anders als sonst. Wer könnte theoretisch gewinnen, der Junge hier? Das ist so eine Sache. Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Na, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass der hier gewinnt, weil er sich nicht anders will als sonst, aber ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es wird schon gut gehen. So, das war's Ende für dich. Raus mit dir. Es ist schön, wie man sie einfach hier aus dem Zaun rauswerfen kann. Das ist wunderbar. Oh je, du bringst... dich kann keiner bezwingen. Also die Angeber mag ich einmal gar nicht. Raus mit dir. Ich finde es toll, wie die Hündchen draußen jetzt rumlaufen. Als würden sie schon rennen. Na egal. Was hast du gesagt nochmal? Aber ich kann nicht in die Zukunft, da weiß ich auch nicht, wie mehr gehen wird. Dann bleib draußen. Braucht kein Mensch Zweifel hier. Ich würde einfach sagen, wer versucht es mal mit der Braun hier? War es der? Nee, du warst nicht. Du bist scheiße. Geh weg. Ich will den Braun da. Ich denke mal, dass der gewinnen wird. Ich hätte zwar keine Ahnung, ob es die Nachricht war, die gewinnt immer, aber wir werden sehen. Muss ich jetzt nicht mit der... okay. Ja, auf dieses Hündchen möchte ich bitten. Da reicht ein Hündchen erst im Plastik. Ja. 10. Ja. Die Frage war halt nur, bekomme ich jetzt das Herzteil auch am dritten Tag? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Herzteil am dritten Tag bekomme. Oder ob ich es überhaupt irgendwie an einem zweiten oder sonstigen Tag bekomme. Und nebenbei sieht das ganz schlecht gerade aus hier. Das ist ganz schlecht, ja. Naja, aber ich weiß nicht genau, ob das Herzteil immer erhältlich wird an bestimmten Tagen. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
nebenbei, wenn der Goldmond gewinnt, dann weiß ich auch, dass die Nachricht, ich kann alle bezwingen und sowas, der erste immer sein wird. Wobei ich glaube gerade, dass die Nachricht, ich fühle mich nicht anders als sonst, zu schlecht war. Ja, die war sehr schlecht. Weiße Hündchen. Was hatten die alles? Naja, gerade, wisst ihr was? Nein, ich möchte nicht. Verdammt, ach was soll's. Warte, am besten machen wir schon mal Probe hier, ne? Mal sehen, mal gerade weiter hier. Was sagt der nochmal? Ich glaube, hier werde ich gut abschneiden. Hatte ich nicht zwei von der Sorte, die das gesagt haben? Ich glaube schon. Ach, ich werde sehen. Wir testen mal aus, was mit der Nachricht, ich werde heute gut abschneiden, alles bedeutet wird heute. So, ja, ja, klar, ich werde wieder 10 drauf, weil ich ja so viel Geld habe. So, also, starten wir mal. Mach 10 Rubine drauf. Und wisst ihr, was ich jetzt tun werde, weil ich so frech bin? F4! Oh, nicht schlecht. Nee, ich werde heute gut abschneiden, war es auch nicht. Liegt zwar vorne dabei, ist aber nicht das Richtige. Okay. Ich muss überlegen. Also, die Nachricht, ich werde heute gut abschneiden, war es dann auch nicht. Ja, probier's nochmal, okay. Wir greifen mal nach und schauen, was wir das haben hier. Meine Pfoten fühlen sich heute so federleicht an. Federleicht, warte, ich glaube, das war das. Ich glaube, der ist es. Ja, ja, klar, alles gut und klar. Dreierblitze und sowas, ne? Okay, und auf geht's. Speed! Federleicht, renn! Renn, mein Geld! Renn für mich, mein kleines Kind, und mach mir Geld im hohen Tempo. Ne, okay, federleicht war es dann also doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich glaube, Google muss mir wieder helfen. Ne, ich möchte ihn versuchen. Ich glaube, Google muss sie wieder her. Ich habe keine Ahnung, welches Hündchen das Richtige war. Ja, wir gucken das einfach in Google nach. Oder ich gucke mir mal 100% Speedrun an, dann sehe ich es ja auch. So viel dazu. Das hat nicht funktioniert. Was möchte ich jetzt tun? Ich könnte mir mal ein neues Lied aneignen. Genau, das ist bestimmt eine gute Idee. Sieh doch. Da ist mein Pferd. Mein cooles Pferd. Hallöchen, Gaul. Wie geht's dir so? Ich nenne den Gaul ja gerne Paul. Ha, ha, ha. Der schlechteste bis aller Zeiten, ich weiß. So, mein Fädchen. Da bist du jetzt. Eingesperrt. Was möchtest du tun? Soll ich mal abschlachten? Ja, funktioniert halt leider nicht. Okay. Rein theoretisch könnte ich zu dem Pferdchen rübergehen und es schon reiten. Aber, weiß nicht. Soll ich es mal probieren? Ja, warum nicht? Komm. Eine Bombe habe ich noch. Eine Bombe habe ich noch. Na, machen das mal gerade hier. So, einrollen. Okay, vergessen wir das. Es wird so nichts, wenn ich so viel Scheiß baue hier. Ja, mir hört Geld jetzt einfach, ne? Ja, was kann ich machen? Ich weiß es nicht. Ich kann eigentlich gar nichts machen. Ich sollte mein Geld einfach abgeben, gehen und dann für heute, ich meine für den 3-Tagen-Zyklus aufhören. Aber ich weiß nicht, ich möchte ein bisschen mehr machen als das, was ich bisher gemacht habe. Es gibt doch sicherlich noch irgendwas, was ich tun kann. Glaube ich mal, ich weiß es nicht. Ja, ich könnte einmal wieder versuchen, hier mit, dem Pro-Strats, die Schießbude zu gewinnen. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil ich zu inkompetent dafür bin. Was ich auch noch probieren könnte, ist hier in dieses Loch gehen. Das ist mir auch gerade der Gedanke gekommen. Ich habe ja hier diesen tollen Gegner hier. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen muss. Das hatte ich ja schon mal probiert, aber es hat nicht funktioniert. Wie kriege ich den hier raus? Ich weiß es nicht. Zur Hölle, wie kriege ich den raus? Waren es Feuerpfeil oder sowas? Stimmt, das Problem lag ja dabei, ich krieg, habe ihn nicht rausbekommen. Okay. So, mein Freundchen, was mache ich mit dir? Ich will dich rausziehen. Wieso denn mache ich das? Hm.
Ne, warte, wie geht das jetzt nochmal? Ah, so ging das Lied. Aber bringt mir das irgendwas? Ich weiß es nicht. Wie zur Hölle krieg ich dich raus? Raus mit dir! Das geht nicht weg. Ne, zur Hölle, warum geht der nicht raus? Was muss ich bei dem machen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Was muss ich mit dem machen, damit er rauskommt? Bomben bringen nix. SD-Ku vielleicht? Zweifle ich, aber... Wer weiß. Ja, das war ein guter Versuch. Eine Larve der Killeraden. Das verteidige mit einem Schild gegen ihre Attacken. Oh, warte, die Larve will ich doch gar nicht. Ich will das Große anvisieren. Kann ich nicht? Oh. Wie zur Hölle? Wie kriege ich das Teil da raus? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht geht das nur in manchen Tagen und dann... Keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Wir spulen die Zeit zurück. Denn das ist das Einzige, was wir jetzt tun können. Na gut, okay. Es gibt ein paar Sachen, die wir hier noch tun könnten, aber... Joa, das ignorieren wir gekonnt erstmal gerade. Na, der ist so langsam, der kleine Kerl. Renn mal ein bisschen schneller, mein kleiner Freund. Wir sind wieder in der City, in der wir Zeug tun können. Ja, was ich mal probieren könnte, ist, ich könnte mal schauen, ob ich eine Maske bekommen kann hier. Ich weiß nicht genau, ob ich die schon kriegen kann. Ich weiß ja nicht, ob die Tür überhaupt aufgehen wird. Sie ist versperrt, okay. Dann geht die Tür so nicht auf, aber ich kann mal, wie gesagt, was probieren. Das wollte ich schon mal probieren, ich weiß es noch. Es hat leider nicht ganz funktioniert, wie ich das wollte, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich den Winkel wirklich setzen muss. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie ich den Winkel setzen muss. Ich muss dafür sorgen, dass ich mit Vollspeed da irgendwie... habe ich es geschafft? Hä, doch nicht, okay. Ich dachte, ich hätte es geschafft gehabt. Zumindest muss ich hier mit ein bisschen mehr Speed, das heißt erstmal hier eine Bombe hinlegen und dann hier hingehen. Ich kann mich da zumindest... Ach, zumindest, ja. Kein Feld hier. Ich kann mich zumindest in die Wand hier glitschen. Das kann ich, indem ich mich eben hier hinstelle und damit beim Schild hier mich so halt an die Wand halte. Oder ich komme einfach wieder zurück zur Tür, was mir eigentlich überhaupt nichts bringt. Ich habe es halt einfach nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das geht einfach bei mir nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ach, ich gehe mal mein Geld einzahlen und Gutes. Einfach Geld einzahlen und Gutes. Es fehlt nur noch die Überlegung, wo war das mit dem Geld? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr genau. Wo war das mit dem Geld abgeben? Das war an der anderen Seite. Das war nicht hier. Weil in die eine Stadt, in einen Bereich, wo ich das Geld abgeben muss, konnte ich nämlich reinschauen. Das war nämlich hier. So, mein Geld wird deponiert. Dann bekomme ich nämlich Monies. Ganz viel Monies. Weil wir alle das Geld so lieben. So, hallo mein Freund. Was ist los? An einem Tag wie diesem willst du Bankrott abwickeln? Du hast die Stadt noch immer nicht verlassen. Du bist durch den Stand durch deiner Mann. Ja, ja, klar. Rubine einzahlen möchte ich bitte. Es ist immer wieder wundervoll, wie ich in dieser Folge überhaupt nichts gemacht habe. Majoras Maske ist irgendwie so ein ich mach gar nichts Projekt und Leute hören mir einfach schwatzen zu. Schwatzen zu, genau doch. Ach, was weiß ich. Ja. Wow, blauer Rubin, ich fühle mich so geehrt. Ich könnte den gerade wieder einzahlen bei dir, aber ich fühle mich gerade nicht so, als wollte ich das tun. Ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit zurückzuspulen. Ich habe einfach nicht besonders gerade zu tun. Die Hymne der Zeit. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Oh mein Gott, was für Zeug. Ja, wir gehen zurück.
zurück. Ach, beeil dich doch mal ein bisschen hier. Das dauert so Ewigkeiten hier. Zumindest werde ich jetzt mal am ersten Tag, bevor ich mich wieder auf Tempelsuche begebe und so einen Scheiß, mich mal an ein paar Herzteile machen, die ich hoffentlich so erhalten kann. Dämmerung des ersten Tages. Da bleiben 72 Stunden. Hey, wundervoll. Südunruf statt. Hallo Stadt und dein Volk. Wie geht es eurem Führer? Oder so. Nicht ernst nehmen, bitte. So, habe ich die Fuchsmaske eigentlich schon? Die kriege ich am dritten Tag. Stimmt. Die Kampfeimaske habe ich schon. Wie kriege ich die Fuchsmaske? Ich habe es vergessen. Egal. Unwichtig. Die Fuchsmaske können wir uns mal anders da holen. Ist sowieso nur ein neues Herzteil, das wir jetzt momentan noch gar nicht brauchen. Ich muss kurz überlegen, was mache ich jetzt am momentanen Tag, den wir hier haben. Dem neuen 3-Tage-Zyklus, der hier existiert. Wundersam, wie der noch da ist. Ich weiß nicht, was will ich machen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte wieder unlustig durch die Gegend rollen, aber das hört sich nicht für schlau, nicht so wirklich schlau an. Nordunruhstadt, gab es da was zu tun? Ich glaube nicht. Da wisst ihr was, wir verlassen diese dumme, unnützliche Stadt einfach. Wisst ihr was, ich will mal was zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das hier geht. So, geht das? Ja, also hier komme ich anscheinend nicht durch. Ups, zu weit. Das kann doch nicht zu schwer sein. Da, danke schön. So, komme ich hier durch? Ja, anscheinend nicht. Okay. Weil ich will was zeigen. Ich kann nämlich an diesem Barren vorbei. Am besten gehe ich einfach in diesen Stadtabteil. Da kann man auch wirklich raus dann. Und dann zeige ich euch mal was Lustiges. Im Grunde einen einfachen Fehler von Nintendo. Man kann eigentlich mit dem kleinen Deku-Kerl schon am allerersten Tag, wenn man das Spiel gestartet hat, aus der Stadt rausgehen. Das geht ganz einfach. Man muss nur den Winkel ein bisschen ajustieren. Nicht so schlecht, wie ich das hier gerade mache. Und man kann hier raus. Ja, Nintendo. Dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen, Nintendo. Das war nicht eine schlauste Tat. So, Goron hätte ich gerne mal wieder. Damit kann ich ein bisschen schneller voranrollen. Das sollte mir etwas Zeit ersparen. Und wir gehen zurück zu diesem wundervollen Loch. Und ich schaue mir an, ob diese dumme Lava nicht rauskommt. Vielleicht ist die ja nur tagsüber draußen. Vielleicht ist sie nur nachtsüber draußen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Teil abgeht. Warte, das Loch war hier irgendwo. Dankeschön. Oh, es kommt raus. Es kommt einfach nur tagsüber raus. Oder am ersten Tag. Ach, ich weiß es nicht. Ist das zumindest draußen? Zur Hölle? Ich triff das doch. Hallo? Es sollte eigentlich diesen Wirbeln dauernd getroffen werden, jetzt muss ich so einen Scheiß machen. Aber egal, jetzt gibt's ein Herzteil für mich. Wundervoll, endlich krieg ich mal so verdammtes Ding hier. Hallöchen, Truhe, ich habe schon lange auf dich gewartet. Oh, was ist da wohl drin? Oh, ich krieg Gänsehaut, ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Ein Herzteil, oh. Wunderbar, das hätten wir ja gar nicht erwartet, ne? So. Hier in den Gräsern ist nichts drin. Wunderbar. Das ist wie immer. Ist aber nichts da. Wo war denn die Kundnisse? Dankeschön für die Dekundnisse. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll, aber ich habe sie. Okay. So viel dazu. Was können wir noch anders machen? Wir haben jetzt ein weiteres Herzteil geborgen. Ja, wir haben es geborgen. Und jetzt werden wir schauen, was wir noch tun können. Was ich ja probieren könnte, ist, ich könnte mal diese Mythensteine suchen gehen. Die ist, ja, da, schon gefunden. Die sehe in allen vier Himmelsrichtungen gibt. Oh, das war's doch nicht. Es gibt nämlich hier in allen vier Himmelsrichtungen solche Mythensteine, wie man sie nennt. Das sind diese komischen Dinger mit der komischen Markierung. Ach, ihr habt bestimmt keine Ahnung, weil ich gerade rede. Aber zumindest gibt es da solche Dinger. Und wenn man die mit dem der Sonate des Erwachens irgendwie anspielt, dann gibt es, wenn man alle vier hat, ein Herzteil. Und das werden wir dann jetzt auch tun gehen. Wobei mir auch gerade einfällt, dass ich noch viel mehr tun kann eigentlich. Hier müsste immer noch irgendwo ein Loch sein.
Och, da ist eine Truhe. Was soll denn macht eine Truhe hier? Bestimmt eben wieder. Es ist eh wieder nur Geld, komm. Das war klar, dass es nur Geld ist. In diesem Spiel gibt es was anderes. Was anderes als Geld gibt es ja einfach nicht in kleinen Truhen, die irgendwo rumstehen. Zur Hölle, wo war das Loch? Hier gab es ein Loch, in das ich rein wollte. Und dann war das hier. Es kann auch hier. Ah, nee, da ist es, da ist es. Okay. Es gab anscheinend drei Löcher in dem, dem Feld halt hier. Da oben die Spinne. Ich dachte, ich hätte noch nicht zu weit für dich. So, weg mit dir. Brauchen dich ja nicht wirklich. Schön, dass er weg ist. So nah. Buch, eine Spinne, noch eine. Was macht die Spinne da? Naja, schönes Detail irgendwie sowas. Okay. Ich muss mich immer an diese Lieder erinnern, vor allem ich höre gerade gar nichts. Ich kann eh nicht sagen, ob das Lied richtig war oder nicht. Moment, muss ich das immer als kleiner Kerl spielen? Okay. Bin mal gespannt, was richtig ist. Das scheint richtig gewesen zu sein. Okay, dann hätten wir schon mal einen Stein. Die anderen vier Steine muss ich noch suchen gehen und dann kann ich, wenn ich alle habe, eben mein Herzteil bekommen. So, aber ich will vorerst mal lieber in Goron sein. Das macht sich besser. Viel besser. Und wir gehen auch ins nächste Gebiet. Dann werden wir vorerst mal hiermit fertig. Dann gehen wir auf zum nächsten. So, bringen wir gerade den noch um. Ich bin mir aber auch gerade gar nicht sicher, ob ich die Truhe da unten schon habe. Habe ich die schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, scheiße, die Ocarina, wer braucht die schon? So, mal gucken, ob wir das schon haben. Ja, ich wollte eigentlich nur abtauchen. Dankeschön. So, Truhe, wo mache ich denn auf? So, mache ich auf. Ne, da ist kein Herz da drin. Oder es war eins drin, ich hab's nur schon. Weil, ja, ich gucke lieber nach, bevor ich es falsch mache. Ja, also ich mache wohl das nicht gebracht, okay. So, wir brauchen ein weiteres schönes, mir fällt ein, ich habe keine Bomben. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Also gut, einfach weiter bis zum Eisfeld. Hier, da kriegen wir sicherlich irgendwelche Bomben. Irgendwie wird man die schon kriegen. Wir haben einmal das Loch, da will ich nicht rein, da ist nichts drin. Dann haben wir da Viecher, die rumkriechen. Dann haben wir da ein Sternchen. Dann müssten wir hier irgendwo noch ein Loch haben. Moment, warte, ich glaube für das Loch, das ich hier möchte, brauche ich wieder Bomben. Warum habe ich keine Bomben? Oder habe ich Bomben? Oh, ich habe 5 Bomben. Na, vergiss das, ich habe Bomben. Vergiss das, ich habe Bomben. Wunderschöne Bomben. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das Loch war. Hm. Ja, das tut wohl der schwierige Teil der Sache sein, weil ich nicht mehr genau weiß, wo das war. Roll doch mal schneller da hoch. Du bist ein nutzloses kleines Teil. Ach ne, warte, hier war das Loch. Huch. Hm. Ja, so viel zu Bomben. Ich brauche keine Bomben. Bombenlos. Bombenlos. Ich brauche keine. Wer braucht die schon? So. Ich glaube, jetzt muss ich mit dem Goron spielen. Zumindest glaube ich das. Ich gebe keine Garantie darauf. Ich glaube es mir gerade. Ich vermute, ich spekuliere und habe wiederum keine Ahnung. Ne, war nämlich falsch. Ich brauche immer den Deko-Kerl. Ach, Zura brauchen wir eh nicht. Komm. Wobei ich mich daran erinnern muss, ich brauche den Zura später nochmal. Später gibt es nämlich noch ein Hessteil, das habe ich mir nicht holen können, weil ich ja noch keinen Zura hatte. Das, ja, das muss ich mir auch noch holen. Daran sollte ich denken. Es ist grün. Sie sind alle grün. Wundervoll, wundervoll. So, raus hier. Ich habe keinen Bock mehr, Löcher zu sein. Löcher sind nicht sehr kreativ. Weil, das ist wirklich so. Wenn Spieleersteller nichts mehr einfällt, dann denken die sich einfach, hopp, bauen wir noch ein Loch ins Spiel hinein, stört ja keinen. Haben wir wenigstens den Platz ausgefüllt und haben nur was ins Spiel eingebaut, damit Leute denken, die wären kreativ. Ungefähr nach dem Motto geht das bei Höhlen immer. Und du bist ein Arschloch, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Insofern ist es kein Problem. Da oben ist auch ein Loch drauf, wenn ich mich richtig erinnere. In dem Teil, in der Säule, kann man irgendwie halt reingehen. Da. Da muss ich dann wieder das tolle Liedchen spielen. Na, der war das? Nee, das war's nicht. Hoppala. Ach, Bomben, wenn wir hinbekommen.
Ne, es ist nur wieder Geld hier. Oh, das sind Grabbelminen. Kann ich auch mitnehmen. Ist kein Problem. Kann ich vielleicht sogar noch gebrauchen heute. Also gut, das war nicht das richtige Loch. Dann muss ich versuchen, mich daran zu erinnern, wo das richtige Loch war. Wie zur Hölle? Ach so, ich kann die Kerle ja gar nicht töten. Dumme Bombenkerl. Ich hasse dich. Ich hasse diese krabbelnden kleinen Käfer da. Der Mäuse, was auch immer ihr darstellen soll. Ich hasse euch. Geh weg! Kein Mensch mag dich. Deine Mutter hat dich nie geliebt. Oder was das noch? Ich weiß es nicht mehr. Huch, warte mal. Ich habe eine Idee. Oh, sein Knie! Das erinnert mich an viel zu viel Zeug, das ich gesehen habe in meinem Leben. Hey, ich halte diese Rubine an einen Krebs. Nimm sie mir nicht weg. Sein Knie! Sein Knie. Das geht aber nicht. Wer die Referenz kennt, kann sich freuen. Wo war das Loch jetzt? Ah, da war das Loch. Wobei, war das das richtige Loch? Ah, das war das Loch von dem komischen Deku-Kerl, der dachte, man würde ihn nicht finden. Okay, okay. Liegt der Kerl da noch? Nee, er ist weg. Ich dachte schon. Also habe ich gerade einfach nur ein paar Rubine geschickt bekommen, ne? Okay, kann ich mit leben. Habe ich kein Problem mit. Warte, kann ich auch auf andere von diesen Säulen draufklettern? Anscheinend kann ich das, weil dann kann ja das Loch auch noch, das richtige Loch noch auf anderen Säulen sein. Gucken wir mal gerade ins ein bisschen. Nee. Oder irgendwie, entweder zeigt das Spiel gerade die Löcher nicht an, weil ich zu weit weg bin, oder das sind einfach keine mehr. So, da haben wir einfach nur noch eine Vase, das kann schlecht das Richtige sein. Gehen wir gerade hier hoch. Und so ein liebes Grabbelchen kommt wieder auf uns zu. Ich liebe sie einfach, diese Viecher. Und es trifft mich, wie immer. Ach, es ist doch so wundervoll. Kann ich auch hier hochklettern? Ne, kann ich nicht, okay. Im ersten war es nicht, das zweite scheint auch nicht zu sein. Zumindest hoffe ich es nicht. Irgendwie verstehe ich es nicht. Warum kann ich auf manche drauf und manche nicht? Zumindest ist hier kein Loch mehr. Zumindest kein Loch, was ich in irgendeiner Weise brauchen würde. Oder doch, ich weiß nicht. Hier irgendwo vielleicht auf dem Boden. Naja, ich bezweifle es. Also gut, gehen wir noch an den Wasserabteil und schauen nach, ob das dann auch noch das richtige Loch ist. Ansonsten, die Sache ist die, ich habe keine Ahnung, wo die richtigen Löcher sind. Das ist Ewigkeiten her, dass ich das mal gemacht habe hier. Das habe ich nebenbei, glaube ich, auf meinem Nintendo 64 auch nie gemacht gehabt. Glaube ich zumindest, ich weiß es gerade nicht. Zumindest sollte das hier das richtige Loch noch sein. Immerhin 20 Bomben habe ich schon mal. Und ich sehe auch schon hier, dass ich nicht die größte Bombentasche habe. Die große Bombentasche hat 30 Bomben und die größte hat 40 Bomben. Das, daran erinnere ich mich gerade nämlich. Ach warte, das war ja auch schon wieder nichts mit den Steinen. Wo zur Hölle ist dann, sind die Löcher mit den Steinen? Ich weiß es wirklich nicht. Oh, ein Bogen. Ein Bogen, genau. War auch voll der Bogen. Ist ein Pfeil, ne? Jetzt... Haltet mal die Luft in den kleinen Kerl, ey. Lasst mich in Ruhe. Menschenskinder, wie man die immer hier anschreien muss, bevor die mal aufhört. So, den Zora brauche ich noch. So war man das damals doch. Das ist ein Herzteil jetzt. Ich will nur mich verwandeln. Dankeschön. Ein Herzteil. Und ein weiteres Herz, ein Herzcontainer. Yay, wir haben neun Herzen. Das ist irgendwie so was wie ein Freudentag, ne? Ach, jetzt sterben die dummen Teile hier. Ihr nervt. Joa, gut, so viel dazu. Jetzt fehlen nur noch ein paar Löcher irgendwie, bei denen solche Mythensteine drin sein müssen. Gut, dass ich genau weiß, wo die sind. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Idee oder sowas. Weil ich genau weiß, wo ich hin muss. Wie natürlich immer. Da ist auch noch so ein Loch, ich sehe es ja schon. Okay, okay. Gut, ich brauche doch wohl noch Bomben hier. Ah, das ist nicht funktioniert. Komm, wir wandeln. Und, ich kann das nicht gut keine Bomben legen. Was denke ich mir immer dabei?
Was denke ich mir nur dabei? Ich bin noch echt gehirnlos manchmal hier. So, Bombe dahin. Ach, es klappt nicht so, aber jetzt. So, okay, aber jetzt. Komm, mach das Ding auf. Und wir spielen wieder ein kleines Liedchen. Und wollen dafür ein Herzteil bekommen. Halleluja, wie geht es dir? So. Was? Die Maske ist wirklich rechts. Ups, ich wollte eigentlich rechts zurück zur Flöte spielen. Normalerweise habe ich die Meldung rechts eigentlich. Aber na gut, was halt nicht rechts ist, kann nicht rechts sein. Oben links, A, rechts, A. Immerhin, das ich kann ich jetzt schon mal. Das ist eine gute Gitarre hier. Ja, eins fehlt noch. Die Frage ist nur, wo ist das? Okay, im Wasserbereich hätte ich denn schon mal auch das richtige Ding gefunden. Das heißt, wobei ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob man das so separieren kann. Also, dass man halt einfach in jedem Abteil so ein Ding findet. Es kann ja auch sein, dass das nicht so ist. Aber es waren alle auf dem Terminerfeld hier. Da bin ich mir relativ sicher. So, hier habe ich nur irgendwelche anderen Steine noch auf dem einen da. Das ist auch kein Loch, definitiv. War noch ein Loch, da war ich auch schon dran. Die Löcher können anscheinend auch sehr nah beieinander sein, wie es aussieht. Aber wo ist dann das Loch, wo ich noch hin möchte? Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass hier und irgendwo noch so ein Loch war und Mais oder sowas. Aber irgendwie ist ja nichts. Ne, weil ich mich richtig daran erinnere, war hier im Eis wirklich noch so ein Ding dran. Aber anscheinend kommt das nicht. Oder es ist aber auch, es existiert auch einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das sein soll. Was ich... Oh, vergiss es, da ist es. Wie konnte ich das übersehen? Shame on me, bringt mich um, tötet mich 3000 Mal. Es geht echt nicht. Oder 1003 Mal. So, damit wird das letzte gespielt, dadurch soll ich ein Herzteil bekommen. Oder ich raste aus. Nein, mache ich nicht, aber wäre schade, wenn nicht. Hier, ein Herzteil erhalten. Damit habe ich ein weiteres Herzteil. Jawohl. Wunderbar. Okay, so viel dazu. Haben wir auch das geschafft gehabt. Gibt es noch irgendwo Herzteile, die mir gerade so im Schlaf einfallen? Im Schlaf vor allem. Mir fällt gerade nicht ein, wo ich noch ein Herzteil bekomme. Was ich aber machen kann, ist, da ich das Herz, das Auge der Wahrheit schon habe, ich könnte mir noch eine Maske holen. Eine Maske, die mir sogar sehr hilfreich sein könnte. Dafür brauche ich gerade nur Bomben. Habe ich das eigentlich? Habe ich Bomben? Auf Krabbeln. Aber ich hab normale Bomben. Okay, das geht. Ich brauche aber einen Sirup noch. Einen Sirup kann ich mir im Sumpf ergammeln. Ja, das könnte ich eigentlich machen. Ich weiß aber nicht, will ich jetzt extra in den Sumpf gehen? Das kann ich mir auch kaufen in der Stadt. Ach, kaufen wir es jetzt in der Stadt. Auf in die Stadt! Dem langsamen Guru, der nicht schnell rollen kann. So, wo kommt man hier raus? In dem Zentrum, sage ich mal. Ja, es ist so ungefähr das Zentrum. So, irgendwie. Ich darf nicht vergessen, ich muss um Mitternacht auf dem einen Platz sein, weil ich die arme Oma retten muss. Warte, nee, wo laufe ich denn da eigentlich gerade lang? Ich will doch da, zu dem Laden gehen. Zumindest muss ich hier um Mitternacht sein, damit ich einen Diebstahl, ein Verbrechen verhindern kann. Da ist der böse Dieb, den muss ich später aufhalten. Aber dazu kommen wir später. So, erstmal da... Was war das? Erstmal da wieder rein. Der Laden, der war hier. Hat der überhaupt auf? Ich glaube es nämlich nicht. Nee, ich glaube wirklich, dass der Laden auf hat. Wobei, wir werden es ja gleich sehen. Bombenladen hat immer auf, aber... Oh, er hat auf. Oh. Hätte ich nicht erwartet. Aber, ja, er hat rotes Elixier, super. Hallöchen, mein Kollege. Boah, scharfe Koletten. Willkommen, kann ich dir behilflich sein? Oh yeah, ich hätte gerne, eine Fee. Nein, ich hätte gerne auch kein Schild.
hätte gerne rotes Elixier. Oh yeah, danke schön. Oh yeah, Mann, du bist cool. Oh yeah. Okay, so viel dazu. So. Was würde ich denn gerade mal auf links legen? Bomben, genau, die brauche ich jetzt. Bis die Zeit soweit ist, dass die arme Oma wieder beklaut wird. Hier kann ich mir ja mal die Maske, die ich mir noch holen will, holen. Dazu muss ich nur gerade mal wieder aus der Stadt rausgehen. Okay, wo bin ich denn? Bin ich jetzt schon an der Stelle, wo ich hin will? Nein, bin ich nicht. Auch nicht? Super, ich muss einmal um den ganzen Block herumrollen. Roll. Wir rollen herum, weil wir es können. Roll schneller, mein Junge. Das Hab und Gut einer alten Frau hängt von deiner Geschwindigkeit ab. Rette sie. Oder sie wird, keine Ahnung, sie wird mich nicht beschenken, also beeil dich. Ich will doch nur Masken haben. Kann ja nicht so schwer sein. Normalerweise sollte man hier mit Epona lang gehen und dann, ja, halt hier drüber springen mit Epona, aber ganz ehrlich, wer braucht das? Wir haben Bomben, wir haben den Koron, wir brauchen so einen Scheiß nicht. Ups, falsche Richtung. Ich habe vergessen, dass die Bombe ein bisschen weiter vom Gitter weg muss. Man kann ja auch drüber haben, also so schweben. Aber das kriege ich noch nicht hin. Dankeschön. So. Der Typi, den ich suche, der müsste noch ein Gitter weiter sein. Ja, da ist auch noch ein Gitter weiter. Weil wir gerade die Bombe hier wieder hinlegen. Ich lege sie mal hier hin und dann ein bisschen vorwärts gehen. So. Sollte gehen. Und geschafft, so. Was ich jetzt brauche, ist das Auge der Wahrheit. Das ist natürlich hier. Und, so, den Steinkreis muss ich besuchen hier. Ich kann mir ja auch noch nebenbei was anderes noch holen. Ich könnte mir jetzt auch hier noch eine andere Maske holen, aber, ups, nein, zurück. Hallöchen, mein Freund. Och, sag nicht das. Ich bin schockiert. Du bist die erste Person, die jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin schon seit vielen Jahren hier, Fuchtel mit Namen und bitte jedem Hilfe. Aber alle Leute ignorieren mich und gehen einfach weiter. Es liegt nur daran, dass ich so auffällig wie ein Stein bin. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Vor allem, wenn ich die erste Person bin, die mit dir geredet hat. Wer zur Hölle hat dir deine Rüstung gegeben? Unlogisch. Ich hätte deine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Aber natürlich, mein Freund. Hier, rotes Elixier. Ja, das ist es das? Frisch aus dem Laden. Man, er kann aufstehen. Ich glaube, ich fühle mich besser. Danke, oh hier, als Dankeschön. Und du hast die Felsmaske erhalten. Damit, ich überspringe die Erklärung gerade, kann man im Grunde unsichtbar sein. Ja, also die Maske ist im Grunde relativ einfach. Ich demonstriere das mal gerade hier. So, die Maske haben wir jetzt mal kurz auf hier. Wir haben hier einen Gegner, der fokussiert. Okay, er hat mich getroffen, aber er fokussiert mich jetzt nicht mehr. Nein, das tut er wirklich nicht mehr. So, ich hoffe, man hat es gerade gesehen. Er fokussiert mich aber nicht mehr an. Er mag mich halt nicht mehr, ne? Ist halt schade, aber so ist das Leben. So ist das Leben. Man kann nicht von allen beachtet werden. Es ist wie in Mario 64, wenn die bösen Augen einen einfach nicht mehr anschauen wollen. Ich kann eben jetzt kein Schwert mehr ziehen, weil der Kerl mich getroffen hat. So, wir sind mal kurz hier auf dem Friedhof, weil ich es auch mal kurz zeigen wollte. Hier auf diesem Friedhof gibt es eine Flasche, ein Herzteil und ein Lied, das wir alles lernen können irgendwann mal oder bekommen können. Nebenbei die Skelette sehen mich auch nicht. Jetzt, da ich die Maske nicht aufhabe, greifen sie mich an. Und sie machen es weiterhin irgendwie. Ich habe keine Ahnung warum, egal. Die Maske brauche ich zumindest später, nein, ich brauche sie nicht, aber die Maske ist zumindest später hilfreich, wenn ich, du hast mich nicht gesehen, lüg mich nicht an. Die Maske ist zumindest später hilfreich, wenn ich, ja, Zeug tun möchte halt, ne? Ach, ja, Zeug halt. Die Maske ist halt hilfreich später, wenn ich, in der Gerudo Piratenfestung bin, wie die auch hier heißt, ich weiß gerade nicht. So, hier ist abgeschlossen, da muss man auch später hin, hier ist die Flasche drin. Hier gibt es eine Maske, wie schon gesagt. Ach, das war mein nächstes Mal, aber insofern, ach, wieder schön, bis zum nächsten Mal, bis dahin.